glaube, ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. ارمي سلاحك. بالانجليزي. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Metarakos! Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Diru rusasa fi dimagh law ma sma'sh el kalam. Harkun fikra wisha. Enti mish fi makan tahaddisi. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was Ahmed? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Komm mal, Uroi! Sie entscheiden, Colonel. Fesselt sie. Erschießt sie bei Widerstand. Waffen fallen lassen. Okay. Schon gut. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Hilf! Denk nicht einmal dran. Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihn! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! الهدي حينا ماتيكا مصارا بأي نوع من عيا دي كم كلاريس بس اسمت يا Sie gehört zu uns. Mehr musst du nicht wissen. Und jetzt ist die Unterhaltung beendet. Wohin im Jörg noch hin? Ihr lasst den Fuchs in den Hühnerstall. Ich sehe so etwas nicht zum ersten Mal. Sie wird sich verwandeln. Es gibt noch Hoffnung. Sie kommt mit uns. Verdammt, sie ist eine von uns! Das ist nicht es. Du warst ich bei ihm. بس المجنون يا اسطى واحد مجنون am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Clarice! Steh auf! Clarice! Werde es nicht schaffen. Los, verschwendet! Verschwindet von hier!
Sam. Er ist verloren, wir müssen weiter. Los! Nicht mehr. Leg dich nie mit einem Marine an. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was, ich bin der mit der Knarre. Im Ernst, ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dito. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut.
Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Können wir bitte das Thema wechseln? Kein Problem. Leg los. Wie sieht's bei dir zu Hause aus? Zu Hause? Wo fange ich an? Kein Geld, keine Arbeit, keine Zukunft. Kinder töten einander für ein paar Münzen. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Das ist zu Hause. So scheint es überall zu werden. Tja, ich wäre trotzdem lieber dort als in dieser Hölle hier. Sehe ich auch so. Geh durch! Danke. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und du? Was willst du tun? Vermutlich nur was trinken gehen. Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir.
Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Dein Freund Nick. Ich mag ihn. Er war nett zu mir. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also. Es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte.
Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Willst du einen Witz hören? Nein. Januar 1947, 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.